Wir wollen wieder nach Europa. Wir wollen wieder in die Champions League. Der schnellste Weg dahin führt über 3 Punkte in Düsseldorf. Alles zum Spiel Fortuna gegen Borussia. Jetzt in unserem Spieltagsmagazin. Ja, der letzte Spieltag, der lief natürlich wunderbar für unseren BVB und so soll es natürlich auch weitergehen. Am Wochenende geht es nach Düsseldorf zum nächsten Bundesligaspiel. Ich habe heute einen Premierengast bei mir, da freue ich mich ganz besonders drüber. Er ist ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Matteo Morey ist da. Matteo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Matteo, wie geht es dir? Bist du bereit für die kommende englische Woche mit 3 Spielen in 8 Tagen? Und jetzt bin ich gespannt, wie dein Deutsch ist. Ja, klar, ich bin bereit. Du fühlst dich gut? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, du fühlst dich gut. Bist gut? Gut, ja. Ist Deutsch zu lernen für dich leicht oder ist Deutsch lernen schwer? Nicht einfach. Aber meine Deutsch ist ein bisschen schlecht. Aber ich verstehe ein bisschen. Das hört sich doch top an. Ich finde es toll. Ja. Ja, du hast 2 Kurzeinsätze für den BVB gesammelt. Am Samstag gegen die Hertha warst du zum ersten Mal in diesem wunderschönen Stadion am Ball. Und es waren leider keine Fans im Stadion. Das ist natürlich nicht schön. Die hätten dir garantiert zugejubelt. Aber erzähl mal, wie aufgeregt warst du in diesem Moment, als es losging? La verdad es que fue muy emocionante. Porque estaba deseando poder jugar mi primer partido en el Signal Iduna Park y fue muy emocionante por mi parte, pero también me hubiera gustado mucho que hubieran estado nuestros fans animando. Ja, gegen Paderborn bist du reingekommen und da hast du nach 4 Minuten direkt das 6:1 von Jadon Sancho vorbereitet. Sehr, sehr, sehr gut. Ein super Bundesliga-Debüt. Wie gut hat dir das getan? La verdad es que llevaba mucho tiempo esperando para poder hacer mi debut y deseaba poder entrar y ayudar al equipo y la asistencia pues fue un extra que tuve la suerte de poder hacer, pero al final lo importante es que pude aportar cosas positivas al equipo. Sehr schön. Matteo darf jetzt endlich auch in der Liga zeigen, was er so drauf hat. Der eine oder andere kennt ihn natürlich noch nicht. Und deshalb möchten wir euch unsere Nummer 22 einmal vorstellen. Als wir ihn als Neuzugang vorgestellt haben, da stand Matteo Morey auf einer leeren Südtribüne. Guten Tag, guten Morgen. Wer hätte damals gedacht, dass er auch seine Heimpremiere in der Bundesliga ohne Zuschauer absolvieren würde? Schade. Der schnelle Antritt, die Passsicherheit. Matteo Morey spielt wie einer, der mehr als 80.000 Fans anstacheln und mitreißen kann. Mitreißende Duelle. Die lieferte er sich vor unserer Kamera, bislang vor allem mit Leonardo Valerdi. Hey, Corazon! Mira, Mariquita! Jetzt mischt Matteo auch in der Bundesliga mit. Nach 28 Spieltagen Wartezeit. Wir wünschen ihm und uns, dass er schon bald einen ausverkauften Signal Iduna Park anstacheln und mitreißen darf. Ja, du musstest ja bis zum 29. Spieltag warten, bis du zum ersten Mal reingekommen bist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Du musstest sehr geduldig sein. Wie schwer ist dir das gefallen? No fue fácil, pero cuando fiché por este club tenía claro que quería triunfar aquí y la espera, siempre la recompensa sería positiva. Entonces, tanto tiempo de espera creo que ha valido la pena y es positivo que haya podido jugar mis primeros partidos con el Borussia. Und Matteo, wenn wir uns begrüßen, Matteo und ich, sage ich immer Shoulder, Shoulder. Da lacht er mich immer, ich sage Shoulder, weil als er sich am Anfang der Saison verletzt hat, hat es, glaube ich, sehr weh hier oben getan. Und jedes Mal sage ich dann immer Schulter, Schulter und er sagt immer top, alles okay. Ja, wir haben im Beitrag gesehen, dass du dich mit Leonardo Valerdi sehr, sehr gut verstehst. Was verbindet euch, außer der Sprache natürlich? Aparte del lenguaje, que los dos podemos hablar español, creo que Leo me acogió muy bien desde el primer día. Él había llegado 6 meses antes aquí.
y me hizo todo muy fácil y me ayudó muchísimo. Y creo que al final hemos coincidido en muchas cosas y me ha ayudado muchísimo a integrarme en el equipo. Ja, wenn du den Fußball in der Bundesliga mit dem Fußball in Spanien vergleichst, wo sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede? Wo sind die Unterschiede? Creo que la mayor diferencia son las transiciones defensa-ataque, que en Alemania se utilizan bastante y los equipos suelen hacer bastante durante el partido y en España los partidos son más calmados y sin tantas transiciones. Ja, wir haben es eben gehört, du verstehst dich mit Leonardo Balerdi sehr gut. Das ist ja auch verständlich. Und wenn du mal Rat und Tat und Tipps brauchst, wen fragst du dann im Team? La verdad es que desde el primer día todos los jugadores me han ayudado muchísimo a mejorar y me han dado consejos, pero si me tengo que quedar con algunos, me quedaría con Schmelle y Lukas Piszczek. Unser Schmelle ist überall aktiv. So, ihr fahrt also am Wochenende nach Düsseldorf. Im Hinspiel hier im schönsten Stadion der Welt war das eine klare Sache. 5:0 habt ihr gewonnen und der Trainer von Düsseldorf, Uwe Rösler, der kämpft natürlich verbissen um den Klassenerhalt. Was glaubst du, was wird das für ein Spiel am Wochenende? Was werden wir da sehen? Creo que no va a ser un partido fácil porque ellos están jugando mantenerse en la liga y lograr la salvación, pero creo que llegamos en un buen momento y con los jugadores que tenemos vamos a poder ganar el partido. So, jetzt Mateo, jetzt wird's ernst für dich. Nobby gegen Mateo, Zweikampf. Ich bin gespannt. Okay, die erste Frage im Zweikampf. Wer von euch beiden hat im BVB-Trikot schneller seinen ersten Scorerpunkt gesammelt? Drei, zwei, eins. Beide sagen Matteo und haben beide recht. Ein Punkt für beide. Nobby brauchte 28 Minuten und traf am 5. Spieltag der Saison 86-87 in Uerdingen. Matteo, da es noch nicht so lange her, brauchte nur 4 Minuten von seiner Einwechslung bis zur Vorlage auf Jaden. Hast du verstanden? 1:6. Nein, hast du verstanden, wie schlecht ich bin? Was? Hast du verstanden, wie schlecht ich bin? Du hast 4 Minuten gebraucht, ich 28. Ja, 1:1. 1:1. Die zweite Frage. Wer von euch beiden hat mehr Länderspieltore geschossen? Oh, Matteo hat garantiert alle Jugendmannschaften durchlaufen. 3:2:1. Kein Punkt für beide, denn die richtige Antwort ist Mateo. Mateo hat 3 Tore für die U17 von Spanien geschossen, unter anderem im Finale der EM 2017 gegen England, das mit einem gewissen Jadon Sancho spielte. Nobby hat 2-mal für Deutschlands U21 gegen Luxemburg im März 87 getroffen. Und wer von euch beiden hat mehr Follower bei Instagram, ist die dritte und letzte Frage. Oh. Wie viel hast du? Scheiße, Mist. Ah, keine Ahnung. 3:2:1 und? Okay, Matteo tippt auf sich selber, Nobby auch auf sich und die richtige Antwort ist Nobby mit 73.200 Followern, Matteo hat 56.000. Ja, ja! Das heißt, Nobby gewinnt mit 2:1. So, dann schauen wir mal auf den Zwischenstand. Es steht inzwischen 50-49 für mich. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf, gegen Matteo gewonnen zu haben. Das freut mich sehr. Aber ich glaube, mit dieser Niederlage kann Matteo gut leben. Mir ist er allerdings auch lieber, ich gewinne heute und er gewinnt am Samstag. Das ist viel, viel besser. Matteo, du kommst gebürtig aus dem wunderschönen Palma de Mallorca. Ich würde jetzt mal darauf wetten, dass du auch deinen Sommerurlaub dort verbringst. Und wer kann schon sagen, ich fliege jetzt nach Hause, nach Mallorca? Sí, la verdad es que tengo el placer de vivir en Mallorca y tengo muchas ganas de poder ir para allá y estar con mi familia y mis amigos que hace mucho tiempo que no los veo.
Okay, also ich bin ja auch öfter auf Mallorca. Er fühlt sich da super wohl, ist dort geboren. So viele habe ich allerdings auch noch nicht kennengelernt, die auf Mallorca geboren sind. Ja, bevor wir jetzt allerdings an Urlaub denken, wollen wir natürlich noch die letzten vier Spiele schön rumbekommen und möglichst viele Punkte holen, um die Champions League klar zu machen. Und mit etwas Glück könnte das ja sogar schon an diesem Spieltag passieren. Mal schauen, was so alles passiert. Also, ihr habt einen ganz, ganz tollen Typen kennengelernt. Matteo Morey ist einfach ein Spitzenjunge, ein ganz, ganz toller Fußballer, ein wunderbarer Mensch. Und wir sind richtig froh und glücklich, dass er bei uns ist. Und ich weiß es und spüre es. Da werden wir noch lange Spaß dran haben. Einfach ein überragender Typ. Matteo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen. Bleib gesund, vor allen Dingen auch die Schulter. Mach's gut, bis bald, liebe Fans. Macht's gut, drückt ihr zu Hause die Daumen, damit wir den nächsten Dreier einfahren. Das war's von eurem Spieltagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao, danke.